lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Hier noch was? Nee, ne? Ha. Warum können wir hier Dingens beschwören? Wir sind jetzt schon wieder fast bei Dektos, ne? Tatsache. Ja, würde ich runter hier und dann gucken wir, was wir da unten machen können. Bisschen Fallschaden. Oh, schon wieder vergessen. Da waren ja... Katapulte und so. Genau, hier sind wir auch nur durchgerusht. Wir haben hier nichts gekillt. Also lass mal einmal aufräumen hier und dann gucken wir weiter. Getränk. Ja. Ich möchte den da kaputt machen. Genau. Natürlich hat es nicht geklappt. Ja, noch mehr Stunlocken bitte. Zack. Oh, klappt bei dem ist auch vorbei. War ein schöner kleiner Kampf. Oder ist eine Truhe, die hole ich mir gleich, nachdem ich euch noch kaputt gemacht habe. Jupp. Was haben wir denn hier? Pilze. Großstreitkolben. In Dark Souls 3 habe ich Großstreitkolben gerne gespielt von dem einen der ersten Bosse. Lass nach Erhaltreihenfolge sortieren. Stumpf, riesig und mit scharfen Spitzen, wahrlich der große Bruder handlicher Keulen. Bietet alle Vorteile kleiner stumpfer Schlagwaffen und wiegt seine Nachteile dadurch auf, dass er Abwehr und Haltung der Gegner mühelos bricht. Die clevere Wahl für einfache Kämpfe, bei denen viel Kraft zählt. Cool. Was hattest du für... Ah, okay, das ist Stärke only. Kriegshammer. Hier ist irgendwo... ein Fähigkeitskäferchen. Hier ist wieder so... Bling, bling. Machen. Hier oben. Ihr Katapult-Typis, ne? Ihr kriegt jetzt erstmal von mir. Auch mal meine Kristallpfeile wieder rausnehmen. Yes, yes. Weil sonst mein Imitator immer die Dinger auch einsetzt. Und er soll lieber normal angreifen. Die haben wir. Wo ist hier der Käfer? Ich finde die nicht.
So, hier wieder runter. Wieder richtig hinsetzen hier. Steigen. Oh, schöner Angriff. Kennst du meiner war? Meiner ist noch schöner. So. Du musst weg. Ich will schon wieder dieses Kling. Da. Wirklich. 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 Wirklich, wirklich Spiel. Bullshit, 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 Bullshit. Ja, whatever. Da bin ich eh keine Fähigkeit. Ja. Haben die hier eigentlich in dem Katapult auch irgendwelche schönen Items? Eine Kiste oder so? Kuckucksschimmerstein? Da eigentlich? Ich glaube ja. Ja, warte mal. Vermisst die Boss-Cutscenes? Was meinst du, Sepp? Dass ich jetzt momentan keine Bosse mache, oder wie? Bin halt immer Kunden, ne? Bin halt entspannt am Erkunden. Muss ja auch mal sein. Jetzt können wir erstmal das Gebiet jetzt unter die Lupe nehmen, wo uns vorher die Katapulte angegriffen haben. Nämlich hier. Was haben wir denn hier? Wieder voll wenige in dem Spiel. Meinst du jetzt generell oder wie? Hat nichts gebracht, den jetzt zu killen. Aber den wollte ich tot sehen. Okay, hier gibt es nichts mehr. Einmal umdrehen. Bei den alten Spielen gab es das ja so ziemlich für jeden Boss. Jetzt nur für Auserwählte. Ja, bei den ganzen kleinen Bossen, das stimmt. Es sind aber auch oft Gegner, die es wiederholt gibt. Ich weiß, was ich sonst sagen wollte. Aber für die Storybosse und so, da gibt es immer gut Cutscenes. Und auch für verschiedene andere Sachen haben wir auch schon Cutscenes gesehen. Aber ich glaube, das bringt so ein Open-World-Game immer mit sich. Ich meine, das ist ähnlich bei Zelda ja auch, bei Breath of the Wild. Der erste Krieg von Leonia. Radagons Ruhm brannte so hell wie sein feuerrotes Haar. Ach ja. Radagon, Renala, Rani und Radahn. Die haben alle was miteinander zu tun. Und ich vergesse immer was. Ich glaube, Renala und Radagon, das waren so die Eltern. Und Rani und Radahn sind dann später dazugekommen und so. Oh, sorry. Lassen wir sie einfach in Ruhe, die bringen eh nichts. Ist hier unten was? Sieht interessant aus. Zumindest ein Item. Wieder ein Runenbogen, Alter. Wir haben viel zu viele Runenbogen.
Ja, die Wiederholungen finde ich auch schade. Zieht alles andere runter, wo die sich so viel Mühe gegeben haben. Es geht, ne? Also gerade in Dark Souls 2 gab es auch sehr viele Bosse, die sich wiederholen. Und die Wiederholungen hier, die sind ja auch immer ein bisschen anders. Also, na, es ist nicht immer genau der gleiche Boss. Manchmal mit Feuerattribut noch zusätzlich und so weiter und so fort. Und ich finde, das zieht das Spiel jetzt nicht so wirklich runter. In anderen Souls, dann gibt es ja auch mal recycelte Bosse. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Vor allem, wenn das in. Also, gerade in den Minen und in den Krypten ist das halt oft so. Und da auch ein bisschen Repetition zu haben, finde ich gar nicht mal so schlimm. Vor allem, wenn man merkt, wie viel besser man seit dem letzten Mal gegen den Boss kämpft, weil man sein Muster besser kennt und auch mit besserer Rüstung da ist. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt vor kurzem erst gelernt habe, dass Copy-Paste gar nicht mal so schlecht im Spieldesign ist. Da du den Spieler auch ein Gefühl gibst, dass er besser geworden ist, seitdem er das letzte Mal dann die copy-pastete Stelle oder den copy-pasteten Boss besiegt hat, sieht man auch sehr oft in Plattformern, ne? Also so ein Mario-Spiel und all sowas, da werden oft Sachen recycelt. Aber da man besser geworden ist in dem Spiel, fühlt sich die recycelte Stelle besser an, weil man besser geworden ist. Anders kann ich es nicht so richtig beschreiben. Copy-Paste reißt mich immer direkt raus aus der Atmosphäre. Oh. Finde ich jetzt nicht. Aber, ne, da kann ja auch jeder seine eigene Meinung haben, ist ja auch bei jedem anders, ne? Zack, zack, zack. So, sonst haben wir hier alles. So hübsch. So hübsch hier. Und dann wären wir wieder bei dem großen Aufzug von Dektus. Kämpft mal gegen den Kackefresser. Gegen den legendären Kackefresser. I don't know. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Großer Aufzug von Dektus. Auch hier ist zum Beispiel eine Cutscene, aber die überspringen wir mal, die dauert relativ lange. Ich würde noch mal eine kurze Pause machen. Guck mal, Cutscene. Ich würde noch mal eine kurze Pause machen, dann gehen wir hier oben wieder weiter. So viel zu erkunden, ich freue mich. Okay, ich mache eine kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ja, holt euch gern was zu snacken, was zu trinken, wie auch immer. Geht aufs Klo, so wie ich. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's, weiter geht's. Viele, viele Sachen zu erkunden. Let's go, let's go, let's go. Genau, Siegelgefängnis haben wir schon gemacht. Hier müssen wir noch die Karte entdecken. Die wird irgendwo hier sein, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Kacke. Oh. Die haben wir nie besiegt, ne? Auch mal kaputt. Oh, sorry. Der hat ein bisschen mehr Leben als der andere. Das Spiel ist ein wenig hübsch, ein wenig. Großpfeile, 5 Stück.
Sorry, dass ich immer so oft auf die Karte gucke, aber das ist so der einzige Weg für mich zu wissen, dass ich nichts verpasse. Und ich werde, man verpasst sau viel im Spiel. Hier machen wir nicht. Let's go. Wir könnten unseren Bruder holen, aber lassen wir mal. Kommst du? Grüner, solange das hier. Stein, Schwertschlüssel, sehr schön. So, die Einzigen, die hier sind. Na, komm mal runter. Alter. Oh mein Gott. Danke. Ich hasse diese Gegner, ne? Ich hasse sie. Guck mal, da ist noch einer. Bruder, ja, wir haben unseren Imitator. Der sieht genauso aus wie wir. Oh, hallo. Weißt du was, jetzt reicht's mit euch. Jetzt schon den hier. Bisschen Blut ins Gesicht. Aha. So. Freundensprung, dass du nicht mehr unter den Lebenden weilst. Und dann plündern wir hier.